Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich haben wir in den letzten Monaten hier im Haus über die Brexit-Verhandlungen und die anderen Themen diskutiert. Im Europaausschuss tun wir dies jede Woche. Und da Sie ja die Kanzlerin angesprochen haben, die hier zahlreiche Regierungserklärungen zum Europäischen Rat und zu europäischen Themen gegeben hat, ist Ihre Begründung geradezu absurd, dass sie sich dieser Diskussion nicht stellen würde. In puncto Brexit, die Verhandlungen schreiten voran, doch die Zeit drängt. Die Frist von 2 Jahren für die Verhandlungen ist relativ knapp bei der Masse an Themen, die es zu behandeln gilt. Und die Neuwahlen in Großbritannien haben dieses Unterfangen nicht gerade erleichtert. Natürlich stellt die EU keine Zwangsmitgliedschaft dar, sondern sie ist ja an ihren Festen begründet als Friedens- und als Wertegemeinschaft. Ihren Kern hat diese Gemeinschaft in der Erkenntnis, dass die Herausforderungen in einer komplexen und auch globalisierten Welt eben nicht rein nationalstaatlich zu lösen sind. Die Briten haben sich leider anders entschieden. Die Brexit-Verhandlungen nun müssen, ja, partnerschaftlich, in einem partnerschaftlichen Geiste geführt werden. Aber es muss schon klar sein, dass es keine Rosinenpickerei an den Stellen oder an verschiedenen Stellen geben darf. Denn der Grundstein der europäischen Idee ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und dazu gehört eben insbesondere auch die Wahrung der Rechte von EU-Bürgern, die in Großbritannien leben. Und deswegen kann es auch keinen freien Warenverkehr ohne Personenfreizügigkeit geben. Großbritannien hat als wirtschaftsstarkes Mitglied stets viele Sonderkonditionen für sich beansprucht. Und manch anderes Land hätte sich sicherlich auch über diese Vereinbarungen gefreut. Und deswegen ist aber auch eins klar: Die finanziellen Verpflichtungen, die Großbritannien in der EU eingegangen ist, die müssen auch eingelöst werden. Schließlich haben die europäischen Partner ihren Teil der Vereinbarungen auch immer eingehalten. Und hier geht es um Vertrauen, hier geht es um Redlichkeit, und deswegen können wir nur gemeinsam an Großbritannien appellieren, hier auch der Verantwortung gegenüber den europäischen Nachbarn gerecht zu werden. Meine Damen und Herren, das Referendum mit seinen Folgen muss jedoch auch eine Mahnung sein. Die EU steht vor einer ihrer, ja, größten Bewährungsproben, wenn wir zurückblicken. Sie veranschaulicht uns auch, dass das europäische Projekt immer wieder aufs Neue begründet werden muss. Und in den vergangenen Tagen rückte durch den Tod von Bundeskanzler Kohl die europäische Einigung wieder ganz stark auch in unser öffentliches Bewusstsein. Seine herausragenden Verdienste, die Einheit unseres Vaterlandes, die Aussöhnung mit Frankreich, aber auch die Sicherung des Friedens in Europa stehen für alle Zeiten für sich. Ich selbst wurde 1889, im Jahr des Mauerfalls, geboren. Ich hatte 1989 im Jahr des gut gehalten, im Jahr des Mauerfalls geboren. Ich hatte das Glück, in einem friedlichen und in einem freien Europa aufwachsen zu dürfen. Stacheldraht und Schlagbäume kenne ich größtenteils nur aus Erzählungen. Ich gehöre einer Generation an, die niemals einen Krieg erleiden musste. Doch gerade wir Jüngeren dürfen nicht in eine Stimmung der Selbstverständlichkeit verfallen. Denn es hat sich leider gezeigt, dass dies zu fatalen Ergebnissen führen kann. Die längste Friedensperiode auf unserem Kontinent seit über 70 Jahren hat keine Ewigkeitsgarantie, sondern diese Errungenschaften müssen immer wieder aufs Neue erarbeitet und verteidigt werden. Dies ist eine permanente Herausforderung, die den Einsatz aller Generationen fordert. Und viele junge Briten waren ja für den Verbleib in der EU, aber haben auf der anderen Seite kaum bei den Abstimmungen teilgenommen. Und deswegen müssen wir vielleicht auch selbstkritisch festhalten: In Reden über Europa haben wir uns vielleicht auch zu oft auf Erreichtes von gestern berufen und aktuelle Herausforderungen ausgeblendet. Aber die einfachen Lösungen auf diese Herausforderungen gibt es eben nicht. Und deswegen brauchen wir auch die europäische Gemeinschaft mehr denn je, um diese großen Fragen anzugehen. Durch Regulierungen im Klein-Klein, die zum Teil von Mitgliedstaaten, zum Teil von Institutionen eingefordert werden, entfernt die Menschen vom europäischen Projekt und fördert populistische Strömungen. Der Brexit zeigt also auch eins, dass nichts so bleibt, wie es ist, wenn man nichts dafür tut. Und deswegen sind wir vielleicht in einer besonders guten Zeit, in der es sich lohnt, politisch zu werden.
Und wir brauchen aktive Menschen aller Generationen, persönliches Engagement und auch ein offenes Bekenntnis zu unseren Werten und Idealen. Und auch hier hat das Wirken von Helmut Kohl, wie ich denke, ein wunderbares Zeugnis abgelegt. Denn Einigkeit und Recht und Freiheit sind für das Schicksal unseres Landes und unseres Kontinents von entscheidender Bedeutung. Und so löst der Brexit in vielen anderen Ländern ja eine hoffnungsvolle Gegenbewegung für Europa aus. Sei es Pulse of Europe, sei es die auch Wahlen in unseren Nachbarländern, die jüngst jetzt stattgefunden haben. Und zum Ende vielleicht noch kann man der Opposition auch nur eine Sache noch mitgeben. Ihre ständige Nörgelei an der Europapolitik der Regierung führt eben auch zu einem Erstarken der europakritischen Stimmen. Statt dass Sie mal anerkennen, gerade auch was die Kanzlerin jeden Tag, auch jetzt gerade in diesen Stunden, für diese Wertegemeinschaft und für den Zusammenhalt in dieser Gemeinschaft leistet. Und deswegen, glaube ich, können wir es nur dann schaffen, wenn wir gemeinsam auch für unsere Überzeugungen eintreten und für die kommenden Generationen ein Europa in Frieden und Freiheit gestalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.